und zum Einstimmen auf den zweiten Teil über den Finaltag der Miniliga 2024 gibt es hier zum Erinnern die geehrten Teams aus dem ersten Teil, nämlich aus der Grundstufe 1. Eigentlich in der staatlich verordneten Zwangspause der Miniliga der Gedanke ans Aufhören da? Es war für mich, ohne dass ich in die Organisation eingebunden war, eigentlich immer klar, dass es weitergehen muss und wird. Es war schon eine Zäsur. Einerseits der technische Aufwand mit der neuen Homepage war zu leisten. Und es war aber auch die Zeit, wo der Wolfgang Scheiblauer, sozusagen der Gründungsvater, sich dann entschieden hat, nicht mehr weiterzutun. Und somit habe ich den Paul gefragt, den erfahrenen Volksschuldirektor und den jährigen Lehrer, ob er sich das zutraut, und bin mittlerweile sehr zufrieden. Und zum Abschluss blende ich jetzt etwas ein und ihr dürft dazu etwas sprechen. Und zwar blende ich ein, wie sich die Finalmagazine der Miniliga im Laufe der Jahre verändert haben. Und jetzt die Frage, seid ihr mit dem aktuellen Design zufrieden? Es wurde mir schon geflüstert, dass das neue Design sich ein wenig an das Büchlein 30 Jahre Miniliga anlehnen wird. Ich bin sehr zufrieden, weil auch das Büchlein finde ich ansprechend. Also wenn es da eine kleine Adaption grafischer Natur gibt, kann ich mir vorstellen, dass es wieder sehr gut ausschauen wird. Wie viele Jahre macht ihr das noch weiter? Also ich habe keinen Plan aufzuhören. Ich habe noch keinen Plan aufzuhören. Dann bitte nur weiter so, Mario und Paul. Danke für alles. Gerne. Ja, und Werner Meixner, das ist der Mann, nach dessen Pfeife nicht nur die Mädels tanzen werden beim Finaltag, sondern auch die Buben laufen. Erster Großauftritt im Happelstadion? Ich hatte schon einmal oder zweimal Auftritte, also im Dota Cup Finale habe ich auf der Linie amtiert und dann, das war glaube ich vor 22, 23 Jahren, vor einem Länderspiel, da habe ich eine Nachwuchspartie gepfiffen. Aber was das genau war, weiß ich jetzt nicht mehr. Und auch das gehört zu den Aufgaben eines Miniliga-Schiedsrichters. 4 Finalspiele am Stück, Herausforderung? Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich amtieren darf, und Herausforderung, ich sage einmal ja, weil sie haben es jetzt ganz einfach verdient, egal wie alt die Mädels, die Burschen sind, jeder hat sich verdient, dass er fair behandelt wird, und deswegen muss ich mich auch konzentrieren, und Herausforderung in dem Fall ja, unbedingt. Thank you.
Ja, und vor mir steht nun Walter Mohl. Er ist der Mann mit der Flüstertüte. Walter, wie lange machst du jetzt schon diesen Job als Einpeitscher, Ansager und so weiter bei den Miniliga-Finaltagen? Also bei den Miniliga-Finalspielen mache ich das jetzt schon so circa 20 Jahre. Und es macht mir jedes Mal Spaß, weil die Begeisterung ist dermaßen groß und der Fairplay-Charakter vom Publikum her ist ganz, ganz hoch und groß und das freut mich ganz besonders. Wir spielen ja unter dem Titel Fairplay gegen Ausgrenzung und gegen Antirassismus. Ja, und Fairplay ist ein gutes Stichwort, da komme ich dann gleich darauf zurück. Und hier sind wir gleich beim Thema Fairplay. Es gibt einen neuen Fairplay-Pokal von der Miniliga und der geht heuer an die Volksschule der Waltergasse. Es gibt wieder mal ein Penaltyschießen, auch im letzten Spiel des Tages, so wie im ersten. Bin ich schwarz? Bei mir habe ich jetzt Robert Sedlacek, den obersten Chef des Wiener Fußballverbandes. Robert, die Miniliga, seit wann begleitest du sie mit dem Wiener Verband eigentlich schon? Ja, eigentlich seit ich Präsident wurde und die Mini-Schülerliga war immer schon ein großes Anliegen. Wir haben dort
Leute, die sich sehr darum bemühen. Und ich glaube, dass diese Schülerliga und dieses Finale hier im Stadion stattfinden kann an einem Tag, wo wir unseren Landescup spielen, ist eine große Errungenschaft und das findet großen Andrang. Heute vielleicht nicht beim Wetter, aber bei den Spielerinnen und bei den Sportlern. Und jetzt frage ich die Akteurinnen und Akteure, was ihnen denn an der Miniliga so gefällt. Dass wir gemeinsam unterwegs sein können und unser Ziel war, dass wir im Stadion spielen können. Anstatt Mathe und Deutsch einfach Fußball zu spielen mit meinen Freunden. Das ist eine echt große Erfahrung, hier im Einzelstadion zu spielen. Dass man da richtig Teamwork hat. Dass man viele Freunde finden kann und dass alle fair spielen. Und dass es ein tolles Erlebnis ist, im Ernst-Happel-Stadion zu spielen vor der ganzen Schule oder vor ein paar Klassen. Und dass man das Stadion mal richtig von innen sehen kann. Und dass wir uns somit auch gut beim Fußballfahren verständigen können, das finde ich auch sehr cool. Du bist das einzige Mädchen in deinem Team, stimmt das? Ja. Was ist da jetzt so besonders? Es ist ja normalerweise sind nur Jungs im Team, aber ich spiele halt auch bei den Jungs, weil also die Mädchen sind schon ausgeschieden. Es ist eben wie eine Champions League und ja. Und so gute Trainer. Auch wenn man gewinnt oder verliert, man hat immer viel Spaß.